Ich bin euch demütig ergeben. Ach, so eine ist das. Ja, dann, ja, und der kommt was jetzt. Was für Muskeln, oh, Himmel. Das ist nicht mein Arm. Stellt euch vor, ich bin schwanger. Hui. Na, so ein Zufall. Die Reinheit meiner Absichten, natürlich. Liebling, ihr wart in letzter Zeit so wundervoll. Ich habe ein Geschenk für euch. Ja? Liebling. Was denn für ein Geschenk? Gib mal her. Einen Stärketrank, cool. Ihr wart in letzter Zeit so wundervoll. Ich habe ein Geschenk für euch. Ach, ihr seid zu gut. Wie sieht's denn aus? Spaß, ich bin immer noch nicht so der Heiditei. Oh, guck mal einer an. Da ist gar kein Baby drin. Wie schnuppelig. Dörne Sam, können wir die nicht einfach umbenennen mal? Das ist so, jetzt ist sie ja keine Dörne mehr, weißt du? So, Spitzname festlegen. Seminator. Nein. Wie nenne ich denn die gute Dame mal? Ich weiß gar nicht. Huch, Leertaste nenne ich sie nicht. Und Sam ist ja so ein zweigeschlechtlicher Name auch. Ja, soll ich sie dann Samantha nennen oder? Hm. Tja, ich weiß gar nicht. Ich nenne sie jetzt auch mal Samantha. Hauptsache, das Dörne ist weg. Der Name ist ein bisschen 80er jetzt, aber... Oder pass auf. Nennen wir sie natürlich... Ja. Komm. Ich habe gerade überlegt, ob ich das jetzt vielleicht mit diesem Dialekt schreibe, aber das mache ich mal nicht, ausnahmsweise. Schanz. Das, so wollte ich ihn nennen. Natürlich Chantal. Was auch sonst. So, hier, fertig. Dörne Chantal, jetzt heißt sie immer noch Dörne. Ja, Dörne Chantal ist auf jeden Fall wesentlich edler. So, wie sieht's denn aus mit dem... Luisa, hey, mehr Infos, endlich eine Tochter. Kindisch, tugendhaft, ernst, geschenkt Teddybär. Ja, Gebiet Bauerstown Markt, Meinung über euch. Der Hund ist süß, ne? Ist wirklich wahr. So, spaßig, komm hier die Handpuppe für Luisa. Lulululu, lalalala. Mist, oh. Entschuldigung. Bin abgerutscht. Okay, dann... Ja, so was Lustiges. Ich lache mich tot. Ich breche jetzt Essen. Machen wir den. So. Ich habe einen Komiker geheiratet. Das hast du wohl. So, was haben wir da noch? Die Siegergeste natürlich. Yeah, yeah. Guck dir deinen Daddy an. Yeah. 5000 Jahre alt, trotzdem noch fit wie ein Apfel. Woo. So, Infos. Ganz kurz gucken. Ja, das geht. Okay, was haben wir denn da noch? Spaßig? Siegergeste tanzen! Hey! Hi, hi, hi! So, unhöflich mache ich nicht. Vielleicht nochmal Soziales. Wow, ihr seid wirklich einer der Besten. Die Laute spielen kann man ja auch. Das war ein bisschen dürftig. Ich glaube, da kann ich doch bestimmt noch was rausholen, oder? Wenn ich da jetzt vielleicht mal so mache. Dankeschön, Dankeschön. Wer ist das denn? Wieso kommt da jetzt jemand rein? Ja, das ist absolut klasse. Ich könnte ja mal pupsen. Cool. Oh, das Kind muss ja in der Luft... Stinkt,
hier so? Das ist der Junge, der gerade reinkam. Dieser Ekelhafte. So, pupsen ist nicht so seins, wie es aussieht, aber vielleicht nochmal totlachen. Das ist ziemlich gut. Juhuhuhu, ich lach mich schlapp. Puh. So, wie sieht's aus? Naja, das hilft nicht mehr viel. Ach, Schatzi, darf ich mal durch? Ihr wurdet mit gutem Grund auserwählt, Auserwählter. Dieser fliegende Felsen ist ein Omen. Ein böses Omen, ihr werdet sehen. Die es wird etwas Schlimmes geschehen. Morgen zu. Wie aufregend. Ach, weißt du was? 10 Jahre im Die Turm? Wir haben Geschäftsschluss. Ganz schön ausgelassen heute, wie? Ja. Ich will kuscheln. Schau, Mann, das wird klasse. Der Junge freut sich, dass das klasse wird? Alter, das ist keine Live-Show, Junge. Geh nach Hause. Dann ruhen wir uns mal 12 Stunden aus. Naja gut, aus dem Kuscheln ist nichts geworden gerade. Aber wir kommen natürlich wieder. Ach, jetzt geht's. Ausgeschlafen, jetzt kann ich loslegen. Wow, bin ich hier erschöpft? Ja, komm. Gehen wir mal aufs Ganze einfach. Ich bin euch so nah. Natürlich, komm noch ein bisschen näher. Sieh mal. Ich bin euch demütig ergeben. Ja. Na, dann mach doch mal das hier. Huch. Ist das Licht wieder an? Wer macht dann sowas? Ach ja, ja, was für ein angenehmer Tag. Die Läden sind jetzt geöffnet. Oh, Schatz, ich muss los, tschüss. Ich bring bald neue Möbel mit. Sind eure Geldbeutel bereit? Die Läden sind geöffnet. Ach, was ein schöner Tag. Mit einer neuen Familie kommt auch neue Verantwortung. Ich brauche dringend eine neue Frisur. Ah, ist das schön. Erstmal joggen gehen natürlich. Die Alte ist zu Hause, kümmert sich um das Kind. Ich gehe erstmal schön in der Kneipe. So, Waffenhändler. Ihr verdient die beste Bedienung. Und er hat wieder Waffen. Geil. Oh, der hohe Brat. Es wird euch nicht leid tun um das Gold. Das ist super. Oh, der hohe Preis ist berechtigt. Beste Quad. So, alles mal aufkaufen. Wir haben immer noch 2 Millionen, obwohl wir alle Häuser in Westcliff gekauft haben. Wir brauchen eigentlich gar keine Waffen mehr kaufen, ne? Nur mal so nebenbei angemerkt. So, Schatz, sie ist da hinten zu Hause, sieht man am Ring. Er nur wieder. Der macht mir ein bisschen Angst, der sieht so ein bisschen... Für euch gehe ich bis ans Ende der... Ja, bleibt aber bitte auch, ja? Kehrt zur Gilde zurück. Das kann ich leider nicht tun. Wir haben nämlich noch Quests offen, wenn ich mich recht entsinne. Die Archäologin haben wir noch offen. Da müssen wir nochmal gucken. Das Blind Date. Das haben wir auch noch offen. Zu Jills... 75 Stunden! Ja! 75 Stunden! Viel zu lang! Und ich wollte ja schon vor 1000 Jahren eine Aufnahmepause machen. Jetzt sind es ja schon über 4 Stunden, die ich aufnehme, verdammt. Und es ist schon 5:30 morgens. Gerade hier, wo ich sitze. Und draußen ist dunkel. Ein kühler Wind zieht herein. Mist. Ja, dann lad doch mal. Super, Brightwood. Der Hund wittert wieder irgendwas. Aber da hinten, der Sumpf wimmelt ja auch von Banditen. Jetzt kommen die auch noch hierher. Ach, das ist doch lächerlich. Was? Jetzt aber, jetzt reicht's mir aber. Sowas Lümmeliges. Hab ich ja lange nicht mehr erlebt. Also sowas.
Ich dachte gerade, das wäre wieder so ein Überfall-Massaker hier, wo der Typ steht. Denn wir brauchen ja diese Puzzleteile, die wir mal finden, weißt du? Ach nee, komm, Tür, geh weg. Das ging ja verhältnismäßig problemlos. Hallo! Schön euch zu sehen. Es ist ein Privileg. Ach, guck mal, der Bauernhof läuft jetzt ja richtig. Nachdem wir ihn haben Rache nehmen lassen, hat er sich hier wieder was aufgebaut. Ah, hab mich schon gefragt, ob wir uns mal sehen. Wir stehen in eurer Schuld. So, was meint ihr? Hat sich seit dem letzten Mal einiges getan, wie? Ja. Aber ich werde zu alt für dieses Leben. Deshalb denke ich daran, alles aufzugeben und meinem Sohn den Hof zu übergeben. Dann kann er sich niederlassen und eine Familie gründen. So wie wir, bevor uns meine arme Jenny genommen wurde. Ach, du Armer. Doch die Aussichten sind schlecht. Wisst ihr, mein Junge ist ja nett, aber er hat nicht viel Glück bei den Frauen. Ich wollte ihm ja helfen. Selbst mit einem Mädel aus der Stadt wollte ich ihn verkuppeln. Ging nicht gut, hat seitdem mit keinem Mädchen geredet. Ihr seid ein Mann von Welt. Ihr wisst, was Frauen wollen. Naja. Vielleicht findet ihr ein Mädchen für ihn. Ja, nun, das... Vielleicht könnt ihr ihm eine nette Freundin besorgen aus der Stadt. Die Mädels hier interessieren ihn nicht. Ja, das kriegen wir bestimmt hin. Also hier lernt der Junge so schnell niemanden kennen. Oh, hab Dank. Das bedeutet mir sehr viel. Hier, nehmt dieses Bild von ihm. Ein Typ namens Barnum hat es gemacht. Hat ewig gedauert, aber die Ähnlichkeit ist da, oder? Dankeschön, Ruperts Foto. Ein Bild von Rupert geschossen mit Barnums erstaunlichem fotomagrafischen Gerät, was wir schon mal in den ersten Folgen gesehen haben. Rupert ist auf dem Feld im Süden. Gut, sprech mit Rupert, das kriegen wir hin. Mit dem Burschen. Findet heraus, was er mag. Ich will, dass er glücklich ist. Das wollen wir doch alle. Und wenn ihr das richtige Mädel findet, stellt sie vor und der Rest ist wohl Schicksal. Bei mir und Jenny hat es geklappt. Wenn ihr mich fragt, muss Liebe nicht kompliziert sein. Hast du recht. Die Liebe ist vielleicht... Oh, Armbrusthändler. Die Liebe ist vielleicht nicht zwingend kompliziert. Aber manchmal machen Leute gerne was Kompliziertes draus, die sie vielleicht nicht verstehen. Ihr habt das Allerbeste gekauft. Super, freue ich mich. Ist das da der Rupert? Doch, der Rupert. Hat mein Vater euch geschickt? Ja. Sagt ihm bitte, dass ich nichts will von seinen Flittchen. Was? Ich weiß, dass er will, dass ich eine Frau finde und eine Familie gründe, aber das bin ich nicht. Nein? Ich möchte nicht heiraten. Keine Frau zumindest. Versteht ihr? Oh. Ich will es ihm sagen. Vielleicht versteht er es ja. Aber ich kann nicht. Oh. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Zeigt Ruperts Bild den Dörflern, mit denen er sich verabreden soll. Nicht alle Dörfler sind passend. Mehr Infos. Rupert, ein unwilliger Bauer. Vorlieben keine, Abneigungen, Tölpelhut. Ich dachte, mit Vorlieben kann ich jetzt irgendwie was rausfinden, aber... Irgendwie, das macht's nicht leicht. Können wir dem Vater vielleicht irgendwie Bescheid läuten, dass der Rupert, naja, lieber in der Schokohöhle stochert? Ich hoffe, ihr habt mehr Glück bei der Suche als ich. Können wir dem da irgendwie nicht? Können wir nicht Bescheid sagen? Können wir nicht? Können wir nicht?
Schön hier mit der Mühle da oben. Ich check jetzt nochmal den Rupert. Wie soll ich es Vater sagen? Können wir den mitnehmen vielleicht? Ach komm, lass den da stehen. Jetzt müssen wir sein Foto rumzeigen in der Stadt, aber ich weiß doch gar nicht... Ich weiß doch gar nicht, auf den der Rupert so steht. Wir können ja zwar Typen abchecken, sag ich mal, aber das Problem ist, wir können ja nicht einfach den nächstbesten Schwulen nehmen und die verkuppeln. Das geht ja nicht. Könnt ihr den Kreisel ist ja nicht so... Ist ja nicht so, dass Schwule sofort bei jedem anderen Schwulen andocken. Die haben ja auch so ihre Vorlieben. Aber außer Rupert natürlich, der will offenbar einfach nur ein Mann. Hey, Armbrusthändler, bist du ein anderer Armbrusthändler? Euch zu bedienen ist eine Ehre. Ach, gucke mal. So, beenden wir das Ganze mal. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank für die Erfahrung. Wir müssen noch viel sammeln. Und wir folgen dem Weg wohin eigentlich? Knecht Rupert, Knecht Rupert. Armbrusthändler, bist du ein anderer Armbrusthändler? Aber die sind ja alle verknüpft, glaube ich. Schön, dass ihr nein. Wieder da seid. Sehr gut. Kaufen wir alles aufkaufen. Die Ware ist jede Unze Gold wert. Sehr gut, das freut mich sehr. Entschuldigung. Ja. Kauft der 9. Wir müssen nämlich für Rupert irgendwas finden. Scheiße, ich muss ja Aufnahmepause machen. Mann, guck mal auf die Uhr, Junge. Wenn es weiter so geht, ist gleich 6. Mist. Naja, lädt Bauertümpel. Und außerdem, wir haben 3 Familien. Ich hätte natürlich noch die Familienabgabe beim Bauernhaus erhöhen müssen am Haus. Das habe ich vergessen. Dann mache ich das, wenn ich dann noch neue Möbel bringe. Wo denn? Wo denn? Ja, wo denn? Ach, das sind ja wieder Ninjas. Hey, Kollegen, wie geht's euch? Ich dachte, ich kriege wieder einen Schnipsel. Händler für Haustürzubehör, gut, haben wir genug. Ist hier ein Artefakt vergraben? Es sieht fast danach aus. Offenbar ist das Artefakt in Bauertümpel. Na, so ein Glück. Na komm, hol's! Hol's, hol's! Hol's vor der Hütten! Ich bin eine Prinzessin. Na komm! Ihr verdient Papa, allen Ruhm der Welt. Gut gemacht. Ich habe dich vermisst. Wo warst du dieses Mal? Ich kenne keinen Pete. Ach, der sieht ja lustig aus wie ein kleiner Pirat. Uralte Schriftrolle, sieh an. Die Zeit hat diesem alten Pergament arg zugesetzt. Es ist mit einem Wasserzeichen versehen, das irgendein Wesen darstellt. Sieht aus wie eine riesige Ente. Na, du kleiner Sohnematz.
Wie sieht's denn aus, Fridolin? Ich habe leider keine Puppen dabei. Hut, Stürmer, Schnauzer. Der ist aber nicht sehr fröhlich, der Junge. Manche meiner Freunde essen nur einmal die Woche. Ich nicht. Beeindruckend. Ist das nicht ein toller Tag? Oh, ihr seid zurück. Ihr hättet auch wegbleiben können. Wer sagt denn sowas? Juhu, zeig's uns. Das ist so cool hier. So, lustig. Du bist lustiger als alle anderen Eltern. Ist die Liebe nicht lustig? So, spaßig. Und dann, oh, ich hab mich tot. Über das Gleiche. Wir müssen immer das Gleiche machen. Ich freue mich. So, wie sieht's denn aus bei dir, Junge? Jetzt ist er wieder vergnügt. Was macht das Eheweib? Geht's ihr denn gut? Meinung über euch? Oh, ist nicht so gut. Eine göttliche Karotte wäre angebracht. Wieso gerät dein Sohn nicht? Ich weiß, ich kann's kaum erwarten. Dann gebe ich ihr mal eine göttliche Karotte. Geschenke. Ah nee, nicht Geschenk, sondern natürlich, wo ist denn hier Essen? Essen? Hallo? Verpflegung. Alter, ich suche die ganze Zeit irgendwie Essen. Göttliche. Uah. Göttliche Karotte. Bitteschön. Ihr habt nicht vor, die Mieten anzuheben, kämpfst oder? Du etwa gegen Monster wie dein Vater, Junge? Also, das Geschenk hat überhaupt nicht beeindruckt. Du bist das. Verstehe ich gar nicht. Kokett, Heldenpose. Oh, das wird großartig. Kein anderes Kind hat so tolle Eltern. Wenn ich ein Geschenk kriege, erfahren das alle. Das wird doch ein richtig toller Tag. Echt super. So, machen wir nochmal spaßig. Dann machen wir nochmal ganz kurz tanzen. So, was magst du denn nochmal? Göttliche Karotte haben wir gemacht. Mittelscheitel gibt's nicht. Ihr solltet die größte Berühmtheit sein. Dann machen wir nochmal sozial vielleicht. Folgen nicht unbedingt. Huch. Mein Schatz. Das war ganz gut. Dieser Tag wird immer besser. Ja, das ist ja ganz hervorragend. Gefällt mir. Das gefällt mir wirklich. Huiui. Und wir kriegen... Die hat einen normalen Schrank dabei? Die hat einfach einen Schrank dabei. Natürlich. Keine Frage. Ist das nicht? Du bist so ein toller Hund. Wie läuft das Vermieten so? So, und dann machen wir nochmal ganz kurz... Die Handpuppe können wir nochmal machen. Yay! So, wie sieht's denn aus? Sind wir jetzt wieder ein bisschen... Naja, wunderschön sind wir gerade nicht mit dem Kussmund da unten. Das haben wir nicht ganz ausgemaxt. Was toll wäre, eine Abenteuerreise. Das wäre doch was. Ich kann den Jungen doch nicht mitnehmen auf Abenteuerreise. Das geht nicht. Das ist toll. Ui, ach, die Kinder. Dieser Tag wird immer besser. Hab ich ganz vergessen. So, jetzt muss ich aber weiter. Tut mir leid. Gerade war alles gut und dann kommt ihr vorbei. Ich glaube, einmal hat's nicht gefallen. Hate is gonna hate, Alter. Hate is gonna hate. Boah, sieht aber auch ganz cool aus da hinten, ne? Sieht ein bisschen aus wie bei He-Man. Ich wollte noch gucken, ob ich den bösen Tempel kaufen kann. Ich weiß leider gar nicht mehr, wo der war. Man muss schon sagen, es ist ein sehr, sehr, sehr liebeslastiges Let's Play, was wir hier durchziehen. Wir haben drei Familien, wir haben eine N-Anzahl von Kindern und natürlich, jetzt haben wir noch das Blind Date, wo wir quasi eine Romanze vermitteln, die wahrscheinlich zwischen zwei Männern stattfinden wird. Ich überlege, ob wir uns vielleicht mal irgendwann noch einen Ehemann nehmen sollten, aber irgendwie... Ich kann das nicht. Wenn der anders nicht dabei ist aus Dragon Age, dann sträubt sich das. Das wäre so, als würde ich ihm fremd gehen nach dem... Ach nee, es geht nicht mehr. Vielleicht eines Tages in der nächsten Folge auf jeden Fall nicht. Dankeschön fürs Zuschauen und viel Liebe auch an dich. Tschüss.